Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen an diesem Sonntagvormittag zu einer erneuten Sendung des neuen Radio Baroniens. Ich bin der Moderator Franco Meyer, wir beginnen mit den wöchentlichen Nachrichten. Am Montag beginnen wir gleich mit den Auslandsnachrichten, da es in Baronien selbst keine besonderen Geschehnisse gab. Im Ausland kommen wir nach Polen, wo am Montag die Parlamentswahl abgehalten wurde. Bei dieser gingen die proeuropäischen Oppositionsparteien als Wahlsieger hervor. Die bisher regierende Partei PiS hat zwar mit 36% die meisten Stimmen bei der Wahl erreicht, die drei Oppositionsparteien KO, TD und Lewica, welche mutmaßlich eine Koalition bilden wollen, erreichten jedoch zusammen eine Mehrheit von etwa 53% der Stimmen. Mit einer Wahlbeteiligung von etwa 74% war die Wahl zudem die Wahl mit den bisher meisten abgegebenen Stimmen in der demokratischen Geschichte Polens. Am Dienstag ist es für die 8B-Klasse erneut, wie bereits letzte Woche, zu einem Ausfall der ersten Stunde gekommen. Wie auch bereits letzte Woche Dienstag war logischerweise auch dieses Mal wieder der Unterricht im Fach Kunst und Gestaltung betroffen. Zudem wurde auch, wie bereits letzte Woche, die zweite Stunde durch eine verschobene Geschichtsstunde vom Mittwoch ersetzt. Grund für den erneuten Ausfall könnte derselbe Grund wie letzte Woche gewesen sein, da die Klasse seither nicht mehr Unterricht in dem Fach gehabt hätte, auch ohne Ausfälle. Damit war es mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit eine Erkrankung der Lehrerin, welche zu dem erneuten Ausfall geführt hat. Im Ausland kommen wir nach Indien. Dort kündigte der Premierminister Narendra Modi an, dass Indien bis 2040 plant, eine bemannte Mondmission durchzuführen. Modi meinte in seiner Mitteilung zudem, dass die indische Raumfahrtbehörde ISRO ambitionierte Ziele haben sollte. Darunter zählt auch Modi auch die Errichtung einer indischen Weltraumstation bis 2035. Ende August war es Indien als bisher vierter Staat gelungen, eine Sonde ohne Absturz aus der Mondoberfläche zu landen. Bisher war dies nur den USA, Russland bzw. der Sowjetunion und China gelungen. Am Mittwoch war es dann dieses Jahr wieder soweit. Der jährliche Crosslauf an der Schule wurde durchgeführt. An dem Lauf haben dabei auch Schülerinnen und Schüler aus der 8B teilgenommen, wie es bei Buntis hervorging. Jedoch nahm, anders als bei den Sportklassen, nicht die komplette Klasse an dem Crosslauf teil, sondern nur Freiwillige. Daher war wieder einmal nicht bekannt, ob unter den Teilnehmern einer der drei Staatsbürger der Klasse war. Der Lauf selbst wurde mutmaßlich wieder im Mautstadion in Wels abgehalten, welches sich in unmittelbarer Nähe zur Schule befindet. Für die 8B-Klasse ist am Mittwoch zudem die Geschichtsdoppelstunde ausgefallen. Ob dies mit dem Crosslauf in Zusammenhang besteht, ist nicht bekannt. Im Ausland kommen wir nach Brasilien. Ein Untersuchungsausschuss des brasilianischen Kongresses, welcher nach der Erstürmung des brasilianischen Regierungsviertels Anfang des Jahres errichtet wurde, hat nun gefordert, dass der ehemalige Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, wegen Putschversuches angeklagt werden soll. Dies geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Abschlussbericht des Ausschusses hervor. Der Bericht bzw. die Forderung nach der Anklage ist jedoch nicht bindend, das heißt, dass die Staatsanwaltschaft nicht gezwungen ist, tatsächlich gegen Bolsonaro Anklage zu erheben. Am Donnerstag gab es für die 8B wieder einmal einen Ausfall einer Stunde. Dieses Mal jedoch der Turnunterricht am Nachmittag. Beide Doppelstunden im Fach Turnen, bei den Burschen und den Mädchen, sind am Donnerstag ausgefallen. Damit hatte ein Großteil der Klasse bereits um 12.25 Uhr Unterrichtsschluss, da auch der Mathematikunterricht in der sechsten Unterrichtseinheit ausgefallen war. Nur die Schülerinnen und Schüler der WPGs PUP und Sportkunde hatten am Donnerstag am Nachmittag Unterricht. Ob unter diesen auch die drei Staatsbürger der Klasse waren, ist nicht bekannt. Auch ist unbekannt, was zum Auffall gleich beider Turnstunden geführt hat. Im Ausland gab es am Donnerstag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang ein Treffen zwischen dem Machthaber von Nordkorea, Kim Jong-un, und dem russischen Außenminister Sergei Lavrov. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete, soll das Treffen eine Stunde gedauert haben. Lavrov äußerte sich nach dem Treffen, Russland und Nordkorea hätten das Ziel, gemeinsam mit China die Spannungen in der Region abzubauen. Lavrov bedankte sich zudem für Nordkoreas Unterstützung von Russland in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Beobachter sehen im Staatsbesuch von Lavrov am Donnerstag eine mögliche Vorbereitung auf einen Staatsbesuch vom russischen Präsidenten Putin, nachdem sich die beiden Länder in den vergangenen Monaten angenähert hatten. Am Freitag wurden am Vormittag und Nachmittag die letzten Vorbereitungen für den Maturaball der 8. Klassen durchgeführt. Hierfür hatten die Schülerinnen und Schüler der drei Klassen den ganzen Tag schulfrei bekommen. Es war damit bereits der dritte Ball des BRG Wels-Wallerer Straße in Folge, bei dem die Schülerinnen und Schüler für die Vorbereitung schulfrei bekommen haben. Nach den letzten Vorbereitungen und Proben war es dann um 19 Uhr soweit. Der Einlass der Gäste hat begonnen.
Etwa eine Stunde später gab es dann die Eröffnungseinlage sowie die Vorstellung der Maturantinnen und Maturanten. Wie auch bei den beiden vorherigen Bällen gab es auch heuer wieder eine Tombola. Das Highlight war dann aber um Mitternacht die Mitternachtseinlage, welche erneut auch eine Turneinlage der Sportklasse beinhaltete. Letztendlich dauerte der Ball dann bis 2 Uhr an. Unter den Ballgästen waren neben Staatsoberhaupt Engel, dessen Bruder dieses Schuljahr maturiert, auch Vizekanzler Mayer, Vizepräsident Weigel sowie eine Vielzahl an weiteren Staatsbürgern aus der ehemaligen 8a, welche vor 2 Jahren maturierte. Im Ausland kommen wir zuletzt zum Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Am Freitag wurden durch letztere 2 Geiseln mit US-Staatsbürgerschaft freigelassen. Laut eigenen Angaben soll die Freilassung aus humanitären Gründen geschehen sein. Bei den beiden freigelassenen Geiseln soll es sich um Mutter und Tochter Judith und Natalie Rainen handeln. Die Freilassung wurde unter anderem durch die israelischen Behörden bestätigt. Die beiden sollen nun zu einem Militärstützpunkt zu ihren Angehörigen gebracht werden. Und damit sind wir bereits am Ende der heutigen wöchentlichen Nachrichten angelangt, womit wir zu meiner heutigen Liederwahl kommen. Diese ist heute das Lied Fast da. Und das war sie, meine heutige Liederwahl. Womit wir zur heutigen Ziehung der Lottozahlen kommen. Die Ziehungsmaschine steht wie immer bereit. Damit kann die Ziehung nun auch schon beginnen. Und wir haben noch keine gezogene Zahl. War knapp hier mit der 10. Aber jetzt dürfte es soweit sein. Jawohl, die 20. Es folgt darauf die 16 als zweite Zahl für heute. Die dritte und mittlere Zahl für heute ist noch nicht gezogen. Kann natürlich auch geschehen. War letzte Woche auch bereits der Fall, dass keine Zahl gezogen wird. Jetzt aber die 24. Bisher keine Doppelziehung. Nun die 4 als vierte Zahl für heute. Hier wieder keine gezogene Zahl.
Jetzt die fünfte Zahl für heute, die 41. Und die letzte Zahl, 15. Die 25 hier zählt nicht, denn die 15 war zuerst in der Maschine. 15, 41, 4, 24, 19, Entschuldigung, 16 und 20. Das sind sie, die heutigen sechs Gewinnzahlen. Wenn einer ihrer Zahlen dabei ist, dann herzlichen Glückwunsch. Und damit kommen wir nun zum längsten Teil der Sendung, den heutigen Varonischen Single Charts. Wir beginnen auf dem 10. Platz mit einem Neueinsteiger. Das Lied Peach Pit von der gleichbenannten Band Peach Pit.
die nun folgenden beiden Lieder auf den Plätzen 9 und 18 auch beides Neueinsteiger. Beide stammen jedoch von Bands, welche bereits in den Charts vertreten waren. Da haben wir einmal Green Day auf dem 9. Platz mit ihrem Lied Good Riddance und auf dem 8. Platz die slowenische Band Joker Out mit dem Lied Umazane Misli.
Auch die nun folgenden beiden Lieder sind beides Neueinsteiger. Auch wenn es sich nicht mutmaßen lässt, denn sie stammen von den mutmaßlich zwei bekanntesten Bands der Charts, den am meisten vertretenen Weezer und Redbox. Da haben wir einmal Summer Elaine and Drunk Dory und I'm So Happy. You do it fine. It's no big deal.
Auf den nun folgenden Plätzen 5 und 4 sind heute erstmals zwei Lieder, welche bereits in den Charts vertreten waren. Heute das zweite Mal vertreten ist das Lied 1955 von Billy Cobb. Auf dem vierten Platz folgt dann Two Princes von den Spin Doctors, heute zum siebten Mal vertreten.
Auch das Lied, mit dem wir die heutigen Top 3 beginnen, war bereits in den Charts vertreten. Es ist das Lied Freaking Out the Neighborhood von Mac DeMarco. So, nun sind wir bereits auf dem zweiten Platz für heute angelangt. Dieser stammt wie bereits der 10. Platz heute auch von der Band Peach Pit. Es ist das Lied Drop the Guillotine, welches letzte Woche noch als Liederwahl fungiert hat.
Und nun dürfen wir dem heutigen ersten Platz beglückwünschen. Dieser ist, so wie viele andere Lieder heute auch, ein Neueinsteiger. Er stammt von der Band Inhaler, es ist das Lied My Honest Face. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Und das waren sie, die heutigen 10 Lieder der Charts, womit wir zuletzt noch zum Wetter kommen.
Heute kann es Temperaturen von 8 Grad Celsius von bis zu 17 Grad Celsius geben. Vormittagsüber ist es noch eher bewölkt, nachmittags kommt überwiegend die Sonne raus. Die maximale Windgeschwindigkeit heute beträgt 13 km pro Stunde. Und das war es auch schon wieder für die heutige Sendung. Ich hoffe wie immer, dass sie Ihnen gefallen hat. Und ich würde mich darüber freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind, wenn wir auf Sendung gehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche.